wohl dieses Flugzeug in den 30er Jahren konzipiert, gebaut wurde und dann in die Ausbildung der Piloten hineinkam, mit der Feststellung, dass dieses Flugfahrzeug gar nicht so einfach war. Und darum hat man dann auch sehr schnell feststellen können, die Piloten, die dann kamen, herauszufiltern, die in der Lage sind, auch mit schwierigeren Flugzeugen, schwierigeren Manövern klarzukommen. Dafür vollen Aufmerksamkeit der Piloten. Und wenn wir von den Piloten sprechen, die wir jetzt am Himmel haben, Vater und Sohn, Walter und Toni Eichhorn. Nummer 1 in der Formation, in diesem Falle Toni Eichhorn, der Sohn. Normalerweise Kapitän auf einem Airbus A320, über 13.000 Flugstunden, aber noch mit vielen anderen Flugzeugen verheiratet, wenn man so will. Er fliegt Piper Cheyenne, Canadair Jet, MD-11, L-29, TC ME-109. Also eine ganze Menge an Flugzeugen, die er fliegen darf. Walter Eichhorn, früher auch Lufthansa, Jumbo-Kapitän. Über 19.600 Flugstunden, fliegt genau wie sein Sohn auch verschiedene andere Muster zusätzlich. Aber das Interessantere bei ihm, Walter, ist allerdings, sein Sohn ist direkt in die Fliegerei gegangen. Walter Eichhorn war auf anderer Basis in der Luft tätig, denn er war Fallschirmspringer. Und war über eine ganze lange Zeit hin mit einer 10er-Formation, die auf Flugtagen, Airshows und so weiter unterwegs war, mit einem 10er-Formationsteam, Walters Vögel, die er zusammengestellt hat in den 70er Jahren, viel damit unterwegs, bevor er dann endlich in die Fliegerei eingestiegen ist. Mit Kunstflug erst einmal. Von Odeon und Dubai nach der T-Rex. R1340 mit 600 PS und ca. 21 Meter hoch. Und das macht es überhaupt nur möglich, dass diese 2,4 Tonnen Schwere sich so wie am Himmel bewegt ist. Well, ladies and gentlemen, remarkable team of aircraft and a remarkable team of pilots, the lead aircraft being flown by Toni Eichhorn, captain